mit zwei Tischen und auf jeder Seite jeweils der Bank. So. Dann haben wir das. Küche, Kantine, mindestens zwei Wachen. Die können wir nachher einstellen noch. Jetzt stellen wir erstmal noch Strom und Energie, also Strom zur Verfügung sowie Wasser. So. Da hoch. Na, Moment. Bis ganz da oben. So, genau. Und dann hier runter zu den Dingern. Gut, und dann gehen wir hier von hier aus da hoch, darüber, hier rein, links und rechts und dann jeweils hoch. Und haben schon unsere Stromversorgung praktisch hingebaut und deswegen auch gleich zwei Kapazitätsdinger, weil einfach wir instant sehr viel Strom brauchen werden für verschiedene Gerätschaften. Weiß nicht, ob das einer alleine kann. So, Wasserversorgung kommt dann. Die muss man an einer Pumpe anschließen. Und wir gehen erstmal hier rüber. Gehen dann hier hoch. An den Sink. Durch die Dusche durch. Durch das alles hier durch. Ja, und gucken mal. Wie weit können denn diese kleinen Rohre Wasser geben? Ich weiß es gar nicht. Wie dem auch sei, was ich gerne freischalten würde, ich weiß, das ist immer kostenintensiv, aber es spart so viel Zeit und Nerven für uns. Das ist dieses Cloning-Tool. Kann ich das denn schon freischalten? Echte Zwangsarbeit. Klonen. Ah, das benötigt den da in einem Büro. Okay, dann müssen wir ein Büro, ein neues bauen. Das machen wir auch kurzerhand. So teuer sind die Dinger nicht und das ist echt so nützlich, dass ich doch gerne ein Büro dort hätte. So, Objekte. Wir brauchen wieder einen Schreibtisch, einen Stuhl und einen Aktenkoffer, einen Aktenschrank da in der Seite. Und wir können den Vorarbeiter hier reinstellen. Ich spule mal wieder ein bisschen vor. Guten Morgen, Betabaum. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wie steht's hier? Alles super. So, jetzt haben wir hier. Genau, jetzt können wir anfangen hier. Oder die Forschung hat schon automatisch gleich begonnen. Genau, dauert jetzt kurz. Ich kann schon mal die erste Zelle dann designen und die anderen dann einfach nachklonen. Oder ich kann den Duschraum erstmal festlegen. Der Duschraum ist vielleicht fast noch eine bessere Idee. Muss ich erstmal unterräume. Dusche, 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 Dusche. Wo ist denn das? Gruppenraum. Duschraum da. So. Und jetzt die bekannten, also jetzt beliebten, nicht WD, sondern Zellen. Oh, hier fällt die ganze Zeit Strom aus, kann das sein? Ja, okay. Brauchen mehr Kondensatoren. Auf Englisch heißen die anders. So, Moment, gucken wir mal kurz. Also wenn ich jetzt den hier anschalte, anschalten, dann schalte ich den hier an. Dann hat der drei davon. Okay. Ich sehe das Problem. Der schlägt echt schon an. Es ist krass, dass der jetzt schon anschlägt. Ich meine, so viel können wir da darum nicht rumschreiben. Ja, war bis 5 auf dem Geburtstag und weiß nicht, warum ich jetzt schon wach bin. Ja, das ist, kenne ich aber ehrlich gesagt. Das kenne ich ehrlich gesagt. Oh, wir sind echt an unserer Versorgungsgrenze. Das heißt, wenn da jetzt mehr ankommt. Das ist traurig, dass ich da jetzt so viele schon bauen muss. Weil ich kann nicht zwei Generatoren aneinander schließen. Es gibt einen Kurzschluss. Das ist ein bisschen Blödsinn. Ich meine, okay, wir haben das meiste jetzt beleuchtet. Im Endeffekt alles außer die Räume da drüben. Das kann man jetzt eigentlich auch nochmal, ne. Das sieht ja lächerlich aus, dass die jetzt nicht sind. So, und die Planung können wir hier mal wegmachen. So, dass zumindest hier diese Planung weg ist. Brauche ich nicht. Genau, wir wollten Versorgung und wollten dann den Strom geben. Müssen wir einfach kurz hier ein Kabel hochziehen und rüberziehen. Dann haben die auch Strom. Das sieht dann einfach besser aus, wenn man ehrlich ist.
Genau, wir können, wollten die Zelle weiterbauen. Die Zelle muss umgeben sein von Mauern. Beziehungsweise einer Tür. Das machen wir auch ganz schnell, indem wir hier Mauern bauen und hier eine Tür hinbauen. Außerdem braucht eine normale Standardzelle ein Bett. Sowie ein Klo. Und wollen wir denen noch was geben? Bücherregal vielleicht hier hinten hin. Dann geht es denen gleich besser. Also ein Bücherregal kann schon mal ihre Dinge pflegen. Jetzt müssen wir das erstmal bauen. Und wir müssen erstmal an Geld kommen. Alles, was wir noch brauchen, ist der Duschraum. Fehlgeschlagen Duschkopf fehlt. Genau, wir brauchen die Duschköpfe natürlich für den Duschraum. Die bringen wir mal hier ringsrum an. Also erstmal hier unten. Mal gucken, ob das dann reicht oder ob ich dann noch woanders welche platzieren muss. Es braucht es nicht unbedingt. Aber es ist sinnvoll, hier die Duschköpfe hinzubauen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Na, passt schon. Wir spulen mal ein bisschen vor, dann kriegen wir wieder Geld. Das haben sie gut geändert. Das war ganz früh, als ich das erste Let's Play von dem Spiel gemacht habe. Anders. Früher hat man immer einmal pro Tag Geld bekommen. Da haben die irgendwann gemerkt, dass das eine ziemliche Schwachsinnsidee war. Weil einmal am Tag Geld bedeutet auch nur einmal am Tag. Also man baute praktisch direkt nach 0 Uhr und hat dann den Rest des Tages noch zugeschaut. Das war ein bisschen blöd. Deswegen haben sie es geändert, dass man kontinuierlich den Geldfluss hat, jede Stunde einmal. Und dann auch ein bisschen was machen kann. So. Jetzt gucken wir mal. Können wir einen Hof bauen? Wir können doch bestimmt einen Hof bauen mal. So einen kleinen Hof. Hof, 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 Hof. Da. Ein Hof können wir ja eigentlich mal hier so. Hallihallöchen, Loxi! Ja, machen wir erstmal den Hof. Oh, den Hof so. Geht das? Ja, das gilt. Gut. Und ich hasse es persönlich, muss ich gestehen. Deswegen tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht für euch Geldverschwendung ist, aber ich hasse es persönlich, wenn der Hof kein grünes Gras hat. Aber ich habe so viel Geld nicht. Ich muss das später machen. Ihr habt recht, ihr habt mich überzeugt. Ich sollte es später machen. Dip, dip. Dip, 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 dip. Und habe ich noch Geld? Ja, der Duschraum ist fertig. Nur noch nicht mit Wasser versorgt. Sau bescheuert, dass der Duschköpfe braucht, aber keine Wasserversorgung. So, genau. So, dahin. Und dann hier rüber. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich immer. Na gut, das brauche ich vielleicht echt nicht. Gucken wir mal, wie weit die sich versorgen können, ob das so funktioniert. Brauchen wir nicht so viel Geld ausgeben. Ich weiß, dass die kleinen Rohre nicht so weit Wasser fließen lassen können. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie es können. Ob es klappt oder nicht, aber es scheint zu klappen. Perfekt. Jetzt machen wir hier noch ein großes Rohr rüber. Nee, haben wir nicht. Okay, haben kein Geld dafür. Das ist blöd. Also die Wasserversorgung soll hier so und so aussehen. Das Blöde ist, dass ich jetzt da drüben angefangen habe, die Zelle zu designen, wo ich gerade nicht mehr im Wasser hinkomme. Beziehungsweise komme ich da mit dem Wasser hin? Das wäre wahrscheinlich eine kostengünstigere Alternative, überall so kleine Rohre zu bauen als großen. Hallihallöchen, Miko! Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich sehr. So. Wenn nicht, die kleinen Rohre, also die kleinen Rohre, die kann man immer gebrauchen. Das ist kein Problem, wenn das Wasser nicht funktionieren würde. Aber es funktioniert. Oh, perfekt. Dann kann ich die nämlich alle so anbauen. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich in der gesamten Company das trotzdem billiger, statt hier noch ein großes Rohr hochzuziehen. Wie das klingt. Als würden sie ein Lied spielen. So, genau. Jetzt können wir das theoretisch klonen. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht wirklich klonen können. Genau, weil wir nicht das Geld dafür haben. Da fehlt uns noch was und wir müssen einfach mal stellen mindestens 2 Wachen ein. Wir müssen einfach mal 2 Wachen einstellen. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir kein Geld haben. Jetzt ist aber die Frage, temporäre Kredite aufzunehmen.
Oder beziehungsweise neue von den Dingern. Was können wir denn da noch alles aufnehmen? Kurzfristige Investitionen. Vorauszahlung minus 5000, Abschluss 10. Dauer. Warte auf deine Gelder, das will ich nicht. Okay, also da ist jetzt gerade nichts so Tolles dabei. Wir können aber sagen. Wir können irgendwo Kredite aufnehmen, das weiß ich. Diese Finanztusse ermöglicht uns das. Normalerweise ermöglicht sie uns das. Die anderen Sachen kann ich alle noch nicht machen. Es stellte sich heraus, dass die Deutsche 1 hat mich nicht lehren. Um ein Wort, das sie sagen, zu verstehen. Google Übersetzer, lol. Okay, also bist du offensichtlich kein Deutscher, oder wie? Das ist natürlich blöd. Dann wird es ein bisschen schwer, was zu verstehen hier. Was war denn da jetzt? Warte ich jetzt einfach, bis ich die 502 mal drin habe? Das dauert eine Weile, oder? Das dauert echt eine Weile. Jetzt hat die Frage. Hier läuft es weiter? Ja, läuft weiter, okay. Ist es halt die Frage, wo genau. Ich jetzt hier vielleicht Sachen herbekomme. Moment, ich brauche eine Buchhalterin. Habe ich doch. Durch Buchhalter freigeschaltet. Du kannst Kredite in so ein paar kleinen Zahlungen, wenn du einen Rat regelmäßig zurückzahlst. Jo, wie? Könnte ich mir jetzt zwei Subventionen gleichzeitig anhaben? Deswegen will ich auch keine von den anderen da machen. Das Pferd wäre gestern beinahe gestorben, weil ein Creeper drin war. Oh, hast du den Creeper rausgeholt? Hä, da steht zwar, dass ich Kredite aufnehmen kann, aber nicht wie. Ah ja, bescheuert. Kurzfristige und langfristige Investitionen sind bestimmt toll, wenn man mal Geld hat. Aber, personell haben 5 Wachen ohne Ausgabe. Habe kein erschöpftes Personal. Mein Personalraum, das habe ich jetzt auch alles noch nicht so richtig. Das ist Blödsinn, weil ohne mit den 10.000 könnte ich super weitermachen. Ich hätte mal ein bisschen mehr auf das Geld achten sollen. Aber gut, also die erste Wache haben wir schon, aber es dauert ja recht lang. Die haben einfach normal getötet. Okay. Ja, Hauptsache er ist weg. Blöd ist, wenn ich jetzt eine Wache einstelle, dann kriege ich ja noch einen geringeren Cashflow, ne? Ich würde gerne eine Kredit aufnehmen. Ist ja so, dass wir kriegen ja dadurch gut Geld schon. Dann. Jetzt 20.000 Kostenverbrüche. Nee. Hier, genau. Die hat 20.000 Vorauszahlungen gegeben und 10.000 würde sie uns Nachträge geben. Das heißt, 10.000, damit könnten wir super was machen hier. Nur mit den aktuellen Dingen. Ich muss jetzt warten, bis ich 1.000 habe, damit ich direkt die zwei Wachen einstellen kann. Wie gesagt, sonst ist mein Cashflow noch niedriger und ihr müsst noch länger warten. Tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen ätzend ist. Wir haben einen Zell, wir könnten einen Plusner nehmen. Aber das bringt natürlich nicht so viel. Und ohne Guards will ich ehrlich gesagt auch aktuell keine Prisoner holen. Weil jetzt können wir eigentlich sagen, wir machen mal. Wir können tatsächlich einen Prisoner holen. Ich will mal. Sagen wir mal 5 Prisoner. Fill to Capacity. Boah, ist das ein cooles Ding. Okay, und was können wir hier auch noch einstellen? Was für Leute kommen?
Nochmal Verbrecher, Sperrverbrecher geschlossen. Verbrecher ist wahrscheinlich Stufe 2, oder?